Herzlich willkommen zum festlichen Gottesdienst an Pfingstmontag aus dem Mainzer Dom. Das Bistum Mainz und viele Gäste aus ganz Deutschland feiern heute mit Karl Kardinal Lehmann. Er wird heute 80 Jahre alt und damit ist dies sein letzter Gottesdienst als Bischof von Mainz. Es ziehen ein der Nuntius und der Vertreter des Papstes, Erzbischof Nikola Eterowitsch, Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Stefan Burger aus Freiburg und der Mainzer Weihbischof Udo Benz. Mit dabei die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ihr hessischer Kollege Volker Bouffier, Bundestagspräsident Norbert Lammert sowie Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments. Er hält auf Wunsch des Kardinals auch die Festrede am Nachmittag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Verehrte, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, auch ich darf Sie alle zu unserem Gottesdienst willkommen heißen. Wir haben 40 Tage bis Christi Himmelfahrt uns vom Herrn einüben lassen in das Verständnis des Evangeliums und der werdenden Kirche. Maria und die Apostel sind dann in den Tagen bis Pfingsten vereint und beten inständig um das Kommen des Gottesgeistes. An Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, begehen wir das Geburtsfest der Kirche. In dieser Zeit entstehen auch die Dienste und Ämter in der Kirche. Und dies gilt auch für den Dienst des Bischofs. Ich danke Ihnen allen, dass Sie an diesem Tag nach Mainz in diesen tausendjährigen Dom gekommen sind. Ich freue mich, dass wir dies in Dankbarkeit
für die mir geschenkten Jahre und für eine gute Zukunft der Kirche miteinander tun. Bitten wir Gott aber auch um Vergebung für alles, was wir dabei nicht zu seiner Ehre und falsch gemacht haben. Der Allmächtige. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Jesus Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an ihn glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.